und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 3. Okay, so, wir locken erstmal den Typen raus hier. Bei der letzten Folge ist es ja nicht so gut gelaufen. Ich hoffe mal, diesmal läuft es besser. Zack, ist der schon mal weg. Ich versuche jetzt mal alle rauszulocken. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Schnapp hat dich! Ich breche ihm sämtliche Knochen! Meister, los geht's! Na, fängt doch schon mal gut an hier. Ich sehe ihn! Da ist er! Helft mir hier! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Glückstreffer! Schnapp ihn dir von der anderen Seite! Er tötet unsere ganzen Leute! Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Kumpel. Suche Schutz! Ich schieße jetzt! Ich mach dich alle, Söhnchen! Du hast dich mit den Falschen angelegt! Ich geh in Deckung! So. Versuchen wir es mal hier.
Nicht zurücksehen. Geh ein. Haben wir ihn verloren? Sieh nach, ob du diesen Wichser findest. Weißt du etwa hier hinten herum? Dann schaue ich halt woanders nach. Ich gehe in Deckung! Da ist er! Kommt hierher! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Im Visier! Hab ihn! Ja, komm raus. Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! So, jetzt haben wir erstmal den Bob hier. Was ist los? Du stehst jetzt vor einer Entscheidung, Kleiner. Du kannst für mich arbeiten, oder? Ja, ja, in Ordnung. Und jetzt Finger weg von mir. Aha. So, wer weiß, nach wie viel Anläufen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Cassandra zuweisen. Ich würde gerne Vito das zuweisen. Ja, nehmen wir Vito. Wenn wir Tick vor Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Okay, meine Jungs kommen und sichern alles ab. Ich mache das aber nicht aus Gefälligkeit. Ich erwarte, dass du mich schützt. Denk dran, wir wollen Marcano gemeinsam fertig machen. Na klar. So. Dann haben wir ein Geschäft für Cassandra, ein Geschäft für Vito. Und der Bezirk geht an Burg. Ja, so werde ich es machen. Dann mache ich das so, dass der Bezirk jetzt, wenn es möglich ist, an Burg geht. Und die Geschäfte da drin bei den anderen zwei gehört. Kam es von Anfang an, ich mache das dann auch umgedreht. Die Polizei wollte uns unbedingt raushalten, aber das war nicht das Schlimmste. Irgendwer ist in unser Büro eingebrochen und hat nicht nur unsere ganzen Akten geklaut, sondern auch fast unser ganzes Abhörequipment. Lincoln, stehst du auf Weißwandreifen? Schätze eher nicht. Nein, Weißwandreifen. Ja, das sind die Reifen mit dem weißen Strich. Ja gut, waren in den 60ern übelst gut dran. Okay, weiter geht's natürlich und wir denke ich mal, was haben wir denn hier? Von der Linie. Wir haben keine Munition mehr, was ist denn hier los? So.
Dann machen wir nochmal Abstecher bei Donovan. Oh, ich kann mit Dings absolut nicht fahren. Ja, das sieht man jetzt gerade, dass ich mit links nicht fahren kann. Scheiße. So, wir parken mal hier. So was, aber die Videos. Ich lasse jetzt die Musik an. Ja, wenn es halt nicht in den Bestimmungen entspricht oder sonst irgendwas, dann mache ich es über Google. Über Google, über YouTube kann man es ja auch rausnehmen lassen, das werde ich natürlich machen. Das schreibe ich natürlich aber dann auch in die Videobeschreibung. Ich habe ein Gespräch abgehört zwischen Mr. Frank Pagani und Tommy Marcano. Als erstes hörst du die Stimme von Frank. Scheiße, was soll das heißen, Beck? Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. So eine verdammte Sauerei. Ich habe Sale noch nie so angepisst erlebt. Du kommst schleunigst wieder her, ist das klar? Ach, Sale ist angepisst? Und was ist mit mir, hä? Ich reiß mir hier meinen Arsch auf und jetzt soll ich die Scheiße auch noch erledigen. Ich hab dir gesagt, ich regle das und das werde ich auch machen. Wenn du hier bist und Ruhe eingekehrt ist, bringe ich alles wieder in Ordnung. Das möchte ich dir auch geraten haben. Mein Boot legt in ein paar Minuten ab. Ich mach noch ein paar Sachen fertig. Dann fliege ich so schnell wie möglich zurück. Ich habe mich bei der Hafenbehörde erkundigt. Die Tanager wird jeden Augenblick zurückerwartet. Frank ist ein gerissenes Bürschchen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will, wenn er wieder in der Stadt ist. Sein Auto ist aber immer noch auf der Tanager. Und soviel ich weiß, liebt er die Scheißkarre über alles. Also wenn ich aufs Boot komme und das Ding hier anbringe, können wir seiner Karre überall hin folgen. Das Modell haben wir auch gegen die Sowjets eingesetzt. Es hat einen Quecksilbertrigger. Wenn du ein Signal hast, einfach hinterherfahren. Okay, sobald ich das Ding an sein Auto geklebt habe, nehme ich den Rest von seinem Viertel auseinander. Kein Bock auf halbgare Zustände. Frank weiß deine Gründlichkeit bestimmt zu schätzen. Awesome. Wow. Okay. Nee, aber ich werde das dann so machen, also von der Lage her. Ja, Cassandra und Vito hier oben Geschäfte zuteilen und Birk dafür unten. Also ich werde das ein bisschen verteilen. Ich würde sagen, ich werde das ein bisschen verteilen und... Machen wir einfach unsere Arbeit, okay? So, kommen wir hier irgendwo rein. Also, dass wir mit dem Auto hier durch die Vordertür brechen müssen. Ah, da hinten. Voll.
Heilige. Hey, Pauli. Hast du deine Mutter schon vergessen? Was zum... Tötet ihn! Lasst mir was übrig! Die Deckung! Ja! Das war jetzt nicht so klasse, aber naja, was soll's. Wir kommen so rein, aber das ist alles ein bisschen doof, oder? Ja. Vielleicht noch irgendwo anders rein. Na, hier kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht rein. Vielleicht nein. Muss wirklich an diesen zwei Typen vorbei oder was? Das ist echt doof gemacht. Du redest mit dir selbst. Ich höre ihr das nicht zu. Ich glaube, wir haben Ärger. Zu sterben. Er schießt den Arsch endlich! Au! Wer wie gesagt mich getroffen hat! Der Hurensohn gehört mir! Alter! Wie macht man das am dümmsten? Ich kann ja schlecht durch die Vordertür da reinpreschen. Wo ja, habe ich eigentlich noch nicht probiert. Thank you.
hier drüben. Der Scheißkerl hat mich getroffen. Jetzt brennt es richtig. Die Schüsse kamen von da. Nichts. Vielleicht da drüben. Wirklich, ob er hier ist. Wir haben einen. Ich werde ihn aufstöbern. Ich hab was entdeckt. Okay.
So, probieren wir es eben so rum. Entschuldigung, dass ich jetzt nichts gesagt habe. Ich habe mich aber übelst gerade konzentriert. Ich hoffe, es ist nicht weiter schlimm. Ich probiere jetzt mal hier drüben rauszukommen. Ja, das wäre jetzt natürlich der Hit hier. Ja, so hätten wir wahrscheinlich auch reinkommen können. Naja, gut. Egal. So, wir entkommen natürlich. Okay. So, wie es aber weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.